Ich kann das, oder? Du, ja, du kannst alles. Cool. Also, hier, Schluss. Ja. Ja. In dem... Ja. Fuck you, man! Hello! Hello! Und welcome back zu einem neuen Video von Authentic Bros. Genau. Das heutige Thema, Stop Hating Teil 2. Zuerst mal noch vielen Dank für das Feedback zum letzten Video, also von gestern. Uns haben viele Leute geschrieben, um einfach mal Danke zu sagen. Und das schätzen wir sehr. Extrem, ja. Denn das kommt nicht oft vor. Und ist auch nicht selbstverständlich. Genau, von dem her vielen Dank. Und da das letzte Video so gut angekommen ist und ihr auch mit diskutiert habt, was uns auch freut und wichtig ist, machen wir gleich Teil 2. Also, heute geht es um die Vorwürfe, natural oder eben nicht natural. Und da sagen wir euch unsere Meinung und wie wir das Ganze sehen. Zuerst mal will ich euch sagen, wie es früher bei mir war, als ich noch nicht 5 Jahre trainiert habe, als ich noch nicht mein Leben danach gerichtet habe. Hast du einfach skinny ausgesehen? Fuck you, man! Sag's einfach so! No games! Hast du was gegen skinny? Nein. You see this? I- denkt man sich einfach, jeder, der etwas weiter ist, ist auf Stoff. Deshalb, werde ich auch nicht wütend, wenn mir ein kleiner Junge sagt, du bist auf Anabolika und solche Sachen. Das ist mir eigentlich ziemlich egal, weil, er weiß es nicht besser und das ist die einfachste Lösung. Aber wenn wir dann von anderen Leuten reden, die schon etwas länger dabei sind, die selber schon etwas länger trainieren, aber sich nicht danach richten, wie wir es tun, nicht das ganze Leben danach richten, nicht auf die Ernährung achten, zu 100%, das Training, jedes verdammte Training durchziehen, so ein Mensch soll seine Fresse halten, weil er hat nicht das Recht, irgendjemandem was zu sagen, wenn er es nicht gesehen hat. So. Glücklicherweise ist bei uns, anfangs war bei mir noch ziemlich, viel Kritik, der ist nicht natural, bla bla bla. Das hat sich jetzt aber gelegt. Und wie sieht's bei dir aus? So, das Ganze stimme ich dir zu, zu 100%. Logisch. Hart logisch. Und zwar, ich komme nochmals zurück zu den Leuten, die ihre Fresse wirklich halten müssen. Das sind genau die Leute, die ins Gym gehen, ein paar Frauen anschauen und denken, oh ja, cool. Dann gehen sie wieder nach Hause und haben nichts geleistet. Die bringen keine Leistung und haben einfach die große Fresse, andere zu beurteilen, obwohl sie nicht wissen, was alles dahinter steckt. Und das ist einfach scheiße. Deshalb Leute, zieht das Ganze richtig durch. Und ihr werdet selber stolz sein. Yo, look that good. Mach jetzt! Auf was ihr erreicht. Und das gibt euch einfach mehr Ehrgeiz im Leben und Stolz. Und ja, wie es bei mir war. So, sagen wir es mal so. Als ich nicht trainierte, da war ich ja ziemlich dick. Als ich mal eine Diät anfing und das Ganze durchgezogen habe, da sah ich einfach shredded aus. Ein bisschen mehr als skinny, zwischen shredded und skinny. Und als ich anfing, richtig Gas zu geben und mich wirklich danach zu einrichten, Ernährung, Training, das Ganze wirklich durchziehen, dann kamen ja die ersten Sprüche, ja, du bist nicht natural und dies und das. Also ich meine, Leute, was nützt euch das, einfach zu beurteilen, obwohl ihr die ganze Geschichte nicht kennt? Ja, das ist auch so ein Punkt. Diese Energie, die ihr aufwendet, und es ist ziemlich spannend, manche Kommentare zu lesen. Braucht diese Energie Shut für the fuck up, Mann! Dann hast du so einen Riesentext unter einem Bild von, weiß nicht, auch Alon und anderen Athleten. So ein verdammt Riesentext, wo er schreibt, ja, dieses Arschloch ist nicht natural, bla 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 bla. Leute, was soll das? Are you fucking kidding me?
Investiert diese Energie in was Positives. Scheiß drauf, ob dieser junge Mann, was auch immer, natural ist oder nicht. Denn was bringt es euch? Was bringt es euch, wenn ihr 10 Minuten investiert in solchen einen Text? Nichts, gar nichts. Also hört auf, immer nach links, nach rechts zu schauen, euch nach anderen Leuten zu orientieren. Ihr müsst euer Ding durchziehen, denn jeder Mensch ist unterschiedlich, anders, bessere Genetik, schlechtere Genetik. Einer trainiert 6-mal die Woche, einer nur 3-mal die Woche. Und das kann man, andere 12-mal die Woche. Und das kann man nicht vergleichen. Auch das Alter spielt eine Rolle. Von, ja, es gibt so viele Faktoren, die es einfach nicht möglich machen, jemanden mit jemand anderem zu vergleichen. Schon bei uns, auch wenn wir zusammen trainieren. Wir haben den gleichen Trainingsplan. Wir essen etwa genau gleich. Aber die Fortschritte sind nicht genau gleich. Das ist einfach so. Aber man muss sich einfach den Arsch aufreißen, das Ganze durchziehen und man wird am Schluss belohnt. Die Gains kommen. Welche Gains? Diese Gains, Leute. Die Gains. Und noch etwas für die Haters. Ja, genau, die Haters da draußen. Genau, du! Statt so einen Text zu schreiben, mache 10 Liegestütze. Dann kommen die Gains. Anstatt so einen Scheiß zu schreiben, Mann. Also, solche Sachen. Ja, da kann ich einfach nur Kopfschütteln und drüber lachen, denn ja, regt euch nicht auf. Ich weiß, dass viele YouTuber, auch viele Nicht-YouTuber, einfach Leute, die wirklich ernst trainieren, oft als nicht natural bezeichnet werden, aber scheißt da einfach drauf, zieht euer Ding durch und schlussendlich, ich könnte nicht mit so einer Lüge leben und ich könnte nicht Jugendliche verarschen, ihnen falsche Träume vorleben. Ich kann das, oder? Du, ja, du kannst alles. Cool. Also, hier, Schluss. Ja. Ja. In dem... Ja. Fuck you, man! Genau. Also, lasst ihn in Ruhe. Er wird selbst daran kaputt gehen. Macht euch keinen Stress deswegen. Und wir brauchen auch noch was zu lachen, Leute. Genau. Falls ihr einen weiteren Teil von dieser Stop Hating Serie wollt, weil und unsere Meinung dazu kommt. What? Weil es gibt bestimmt noch ein paar Themen, die wir aufgreifen könnten. Comment down below und wir machen das. Hast du noch was? Nein. Bis dahin, Leute. Adios, amigos. Ciao. Yo, man, do you look skinny, bro?